So sahen wirklich fast alle Drafts im letzten Video aus. Also wir sind nicht wirklich vorangekommen. Okay, wir hatten ein, zwei gute Drafts, aber es muss heute wirklich wieder besser werden. Footies Team 1 und jetzt sogar Footies Team 2 ist draußen. Das heißt, wir können viele krasse Karten erwarten. FC 25 steht vor der Tür. Ich verlose einmal FC 25 an einen von euch. Was ihr alles dafür tun müsst, ganz einfach. Den Kanal hier abonnieren, das Video liken und einen Kommentar mit eurem Instagram-Namen schreiben und mir am besten dann noch auf Instagram folgen. Und damit viel Glück bei dem Gewinnspiel. Und heute muss es besser werden. Wenn ihr die Draft-Challenges feiert und ich weiß, ihr feiert sie, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da und heute wird 129 erreicht. Ja, wahrscheinlich. Ganz einfach. Und wenn ihr das Video seht, ich glaube, ich habe heute sogar Geburtstag. Also wenn ihr nett sein wollt, einfach mal herzlichen Glückwunsch in die Kommentare oder einfach auch beleidigen, wenn ihr wollt. Wenn ihr denkt, dass meine Geburt ein Fehler war, einfach mal beleidigen. Ihr wollt euch auch diese ganzen krassen und teuren EM-Karten kaufen? Aber euch fehlen die Münzen, dann hört jetzt genau zu. Bei meinem Partner Looper gibt es zurzeit die günstigsten, besten und auch sichersten FC 24 Coins. Und der Chat-Support ist sogar 24/7 verfügbar. Über den Link in der Beschreibung spart ihr außerdem noch 8%, gebt einfach dafür den Code JANK ein. Und dann habt ihr eventuell am Ende auch genug Coins wie ich, um euch einen Rivaldo für 9,5 Millionen Coins zu kaufen. Es ist absolut sicher, also gönnt euch, erster Link in der Beschreibung, Code JANK, 8% Rabatt. So, genug mit dem Gesang. Wir gehen rein. Nicht so viel labern, nicht so viel schnacken und rein ins 4, 3, 2, 1. Es kann doch nur gut sein. Ach, komm, Rui Costa, was machst du hier? Ich möchte nicht Rui Costa. Ich möchte auch nicht Bergkampf. 96 Zidane ist besser als 93 Vieira. 94 Abili. Ihr habt gesagt, ich soll nicht so viel skippen. Ich werde mich bemühen. Ich sag euch ehrlich, wenn ihr so viele Drafts baut, irgendwann wollt ihr einfach nur noch skippen. Weil das so lange dauert, bis diese Animation durch ist für den 91er Sola. Weiter geht's. 95 Icardi und ich hasse den Typen, aber ich sag ehrlich, für das Draft ist er super. Ah, Konaté. Oh, ich hätte den nicht mitnehmen dürfen. Der hätte sogar noch eine 97. Bompastor 96 und jetzt Samba. Samba, weiter geht's. Alter Bro, ich wusste gar nicht, dass 96er Mascherano geht. Da wusste ich schon, dass er schlecht wird. Entspannt euch. Wenn ich weiß, dass er schon schlecht wird, dann wähle ich ihn extra schnell aus. Der könnte gut werden. Ja, let's go. Das ist doch schön. 93er Tschech. Es ist so wichtig, einen guten Keeper zu haben. Und es ist noch wichtiger, einen motherfucking 96er Eriksen einzubauen. Und wir sind nicht auf 94. Okay, ich glaube, unsere Abwehr und unser Sturm ist noch ein bisschen zu schwach. Hier haben wir schon mal ein kleines, aber feines Upgrade für Cantona. Gehen wir jetzt auf 94? Ja, jetzt gehen wir auf 94. Tatsächlich. Ronaldinho wird leider mitgenommen. Schade, nicht der 98er oder so. So, und jetzt muss das Draft aber knallen. Spinazzola. Weiter geht's, weiter geht's. Jetzt muss das Draft aber knallen. Nicht einbaubar, deswegen nehme ich Cruyff. Nicht einbaubar, der 98er Best, deshalb nehme ich Cruyff. War klar, dass das ein Arschritze wird. Alter, okay, was passiert hier? Was passiert hier? Ich nehme sogar Sico, weil der ist einbaubar. Der ist ganz entspannt einbaubar. Viel besser. Keine 94. Ey, Bro, unsere Drafts werden wieder so kacke wie letzte Woche. Roberto Carlos, Kimmich. Ja, ich muss eigentlich Kimmich nehmen. Wobei Johnston geht auch klar. Ich glaube, ich gehe sogar auf Johnston, weil der kann IV und das ist nochmal ein dickeres Upgrade. Immer noch keine 94. Wir kommen eh auf 94. Das ist nicht das Problem. Wir müssen einfach nur sortieren. Aber das ist halt nicht unser Ziel. Das ist halt nicht unser Ziel. Guck mal jetzt, 94. Zack. Ja, und juckt halt keinen mehr. Deswegen, wir nehmen Manager mit. Gucken mal, dass wir noch die volle Chemie bekommen. Nö, wir haben keinen Dänen, aber wir haben Premier League. Tatsächlich. 127, erstes Draft. Okay, geht besser, deutlich besser. Wir können nur hoffen, dass es wieder besser wird. Aber ich sag ehrlich, mein Hoffen ist... Ja, komm, Drogba ist okay. Das ist okay als Start, muss ich sagen. Hier müssen halt so diese 99er-Karten kommen. 94er Abili, ich dachte schon, es wird schlimmer. Ja, ja, ja. Genau, diese 96er Adams, einfach auf locker. Auf locker. Ja, Hartel ist jetzt nicht so gut. Immerhin hat er zwei Chemie, deswegen nehme ich ihn auch direkt mal mit. Reiten auch leider katastrophal. Und hier einfach Kubo. Einfach Kubo, Bruder. Und hier einfach Klaus. Okay, dafür werden die jetzt besser, das weiß ich. Dafür werden die jetzt besser. Schön. Kaskante, Schmeichel, bitte. Ja, Bruder, ich krieg sogar wirklich Schmeichel und jetzt habe ich Hoffnung, ne? Okay, 95 Ramos und jetzt nochmal ein Carlos oder so. Ist voll legitim. Voll legitim, das Draft bisher. Sage ich ehrlich, RFL, ganz kompletter Sturm muss raus. Oh, wie? Mbappé und Sarmiento. Ja, Mbappé, sorry. Rein da mit dir. Rein da mit dir. Oh mein Gott. 94, natürlich 94. Oh mein Gott, 97 Mbappé. Wann bekommt man 97 Mbappé? Cruyff extra nicht mitgenommen. Der muss als 97er kommen. Pirlo ist stark. Der kommt hier rein. Der passt rein. Der ist super. Der hat Spaß da drin. Passt. Oh, wir können auch. Rafinha. Ja, 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 ja. Wir können sogar. Warte mal.
Ich habe eine Idee. Klaus geht jetzt erstmal baden, weil ich sag ehrlich, der hat hier gar nichts verloren. Dann machen wir so und dann machen wir so. Zack, 95 noch nicht drin. Aber ich sag ehrlich, so ist es besser. 91 Couture, wer braucht den? Komm schon. Komm schon. Oh, 97 und 4. Ja, natürlich 97er. Cruyffy Moifi. 95 Rating. Da sind wir. Da sind wir doch. Ja. Und der kann sogar IV. Ah. Ich muss es so machen. Erstmal. Rikosta. Komm schon. Ja, wir müssen die 97 mitnehmen. Sorry. Was soll ich euch erzählen? 97 ist da. Können wir noch irgendwas anderes machen? Hartel wieder raus, ne? Ganz einfach. Alter Bruder. Komm schon. Warte mal, ich muss jetzt alles versuchen, was geht. Ich will diese 96 rated sehen. Aber werde ich wahrscheinlich nicht sehen, oder? Oh, da müssten jetzt, glaube ich, nochmal zwei richtige Banger kommen. 95er Ruben Diaz nochmal. Bro, bitte. Was ist das denn für ein Draft wieder? Letzter war schlecht. Okay, 128 wird's eigentlich. Wir können das nochmal versuchen. Ne, warte mal. Wir könnten versuchen, Ruben Diaz einzubauen. Nee, okay, das macht keinen Sinn. Rafinha fehlt ein Chemiepunkt. Okay, 128 Nummer 1. Oder auch nicht. Wir kriegen keinen Manager, der zu ihm passt. Egal, 95 Rating, das Draft war cool. 128 juckt uns auch nicht so krass. Ist zwar super, dass es jetzt wieder besser wird, aber wir wollen ja eh 129. Deswegen kann man auch hier über den 1 Chemiepunkt hinwegsehen. Cooles Draft, gutes Draft. So und nochmal einen Ticken besser brauchen wir für 129. Das ist so krass, ne? Also die letzten zwei Drafts waren ein totaler Reinfall, ne? Ich muss auf meine 4-3-1-2 eventuell vertrauen. Pelé 95 muss man mitnehmen. Weiter geht's. Ich habe ein gutes Gefühl. 96 Van Nistelrooy. Und jetzt nochmal ein 3-9 oder so ein Cruyff. Auch Ori 94 ist absolut legitim. Ja, okay. Okay. Bisher sind wir drin. 92 auch okay. Passt. 94, passt. Weiter geht's. Alter, wir kriegen nur Banger gerade, glaube ich, ne? Lucio, es ist okay. Es sind nicht so viele Banger gerade, aber es ist okay. Das ist ein Banger. 97 klappt ihr wieder und jetzt 97 Schmeichel. Komm, Fanasa auch. Alter, Bro, wir kriegen nicht einen schlechten Non-Rare hier im Team gerade, ne? Sogar noch ein 97er Navas. Und ein 97er Militao. Wir sind jetzt schon auf 95 Rating. Oh mein Gott. Es könnte das Draft sein, wo ich eventuell mal... Warte, ich will einmal... die 96 stehen haben. Einmal in meinem Leben, bitte. 96. Nee, weiter geht's. 96er Jagd. Ich will 96 rated stehen haben, bitte jetzt. Also jetzt, komm schon. Wenn nicht jetzt, wann dann? 96 rated! Oh mein Gott! Okay, wir müssen es zurückbauen, weil so funktioniert das nicht. Wir machen wieder zurück. Ja, 95 rated. Aber wir haben die 96 rated heute einmal gesehen. Das freut mich wenigstens. 94 Firmino, gar nicht mal so verkehrt. Warte mal, kriegen wir so jetzt auch eine 96 rated? Nee, okay, leider nicht. Also ich glaube, jetzt brauchen wir richtige Banger-Subspieler. Komm! Und wir kriegen 97 Cruyff. Warte mal, wenn wir ihn einbauen, gib mir irgendwie diese 96. Und jetzt alles anspannen. Alles anspannen jetzt. 96 rated. EA? Okay, das war's. Oh mein Gott, 95 Grimaldo sogar noch. Wir waren auf 96. Ich hasse EA so krass. Guckt euch das mal an, was wir als... Guck mal, was wir als letztes bekommen. Wir droppen sogar auf 94. Oh mein Gott. Du kannst doch nicht so hart auseinandergenommen werden von EA. Aber Draft war gut. Hat Spaß gemacht. Zum ersten Mal die 96 gesehen, ne? Es ist ein 128er Draft geworden. Aber wir hatten die 96 stehen. 96 rated. Wir sind auf dem richtigen Weg. Das Draft war auf jeden Fall besser. Die Formation war viel besser. Weiter geht's. 4-3-2-1 eventuell jetzt mal. 4-3-2-1. Ich nehme sogar CR7 als damit. Komm. Vielleicht bringt uns CR7 ja Glück. 94 Pushkas. Es gibt einen 96er. Bisschen belastend. Auch hier gibt es einen 97er Cruyff. Weiter geht's. 96 dann. Gibt auch den 98er, aber ich bin zufrieden. 95 Zaire Emery. Passt auch. Direkt Fullcam. Super. 95 Joe Neves. Komm. Weiter so. 96 Maldini. Das war quatschig. Da gibt es auch sogar den 95er Courtois. Egal, haben wir jetzt mitgenommen. 95 Diego Carlos. Bro, jetzt werden die Drafts wieder besser. Ohne Batier und links. Masuaku. Aber okay, auch hiermit können wir arbeiten. Ich muss Hansen mitnehmen. Fürs Rating auf der Bank. Komm schon. Oh mein Gott. 97er Ruben Diaz. Wir machen das. Passt. Ganz einfach. Ganz locker flockig. Ja. Weiter geht's. Ich brauche einen neuen Stürmer. Kassier ist auch gut. Neuer Torwart. Direkt Chemie plus. Boom. 95 rated. Was?
Was passiert hier? 98 Theo, 98 Palmer. Alter, muss ich jetzt... Nee, Maldini wird nicht rauskommen. Wir machen es so. Und so. Oh mein Gott, Bruder. Geisteskrank. Kriegen wir... Wir würden sogar... Warte mal. Wenn wir die jetzt reinstellen dafür, Krisch. Nee. Das klappt nicht. Wenn wir Hansen reinstellen, einfach mal auf witzig. Keine 96, oder was? Verrückt. Ich glaube, wir müssten Kassiers noch rausnehmen oder so. Ja, wieder 96 rated. Oh mein Gott. Okay, verrückt. Wir hatten wieder die 97 stehen. Wir lassen es erstmal so. 94 rullet. Komm. 94 Usman, Bro. So, ganz einfach. Rüber mit dir. Keine 196. Nein. Weiter. 93 ist zu wenig. 95 ist okay, aber auch immer noch ein Ticken zu wenig. Wir brauchen 99er, aber das wird nichts mehr. Bruch. Die letzten waren leider ein Bruch. Ah, wir waren sie da so knapp dran. Wieder 128. Oh, das war so krass. 94 Dembele, 94 Rullet noch am Ende. Unsere Def allein. 98 Theo, 97 Tias, 96 Maldini, 97 Hansen auf der Bank. Manager wird mitgenommen und wir haben wieder die 128. Zweites Mal hintereinander 96 rated. Ich brauche eine gute Formation. 4-3-2-1, gib ihm. 4-3-2-1, gib ihm. Kapitän wird Schrott, wobei der ist gut. Für die Bank ist der super. 91er für die Bank. Als Kapitän kann man nicht meckern. Matteo, sorry, du hast eine viel bessere Karte. Was ist denn das? Oh, Vieira eigentlich auch. Ich nehme jetzt Vieira aber mit. Komm schon. Ja, João Neves, Klassiker. Jetzt mal eine 98 da vorne, bitte. Warum denn immer 95 Cruyff, Bruder? Ich habe keinen Bock auf den. Genauso wenig wie ich Bock habe auf scheiß Puskas jetzt 92. Warum kriege ich da die ganze diese Müllkarten von denen, hä? Ganze Zeit schon, Bro. Jetzt wenigstens ein 97 Karte. De Villa, komm. Pandasa, voll in Ordnung. Das kann man skippen, das ist Quatsch. Das kann man auch skippen. Und da kommt auf einmal wieder so eine krasse Karte. Die wollen aber auch, dass ihr mich hatet, ne? Komm schon, weiter geht's. Ja, nee, bringt uns eigentlich nicht wirklich was. Hier, die. Rein da. 93. Gutes Upgrade. Da ist er doch. Wenigstens der 97er, sage ich euch ehrlich. Wenigstens der 97er. 94 Rating stand jetzt. Ja, Lisa Razu, 93 nicht so geil. 85 auch nicht so cool. Und auf einmal kommt da wieder... Ach Mann, Bro. Auf einmal kommt da wieder beim Skipper so eine krasse Karte. 95 Del Piero, sehr stark. Komm, weiter geht's. Messi, okay. Außen nichts, aber nehmen wir. Nehmen wir sehr gerne. Keine 95 rated, Bro. Wir kriegen gerade so krasse Karten. Wir haben kein 95 Rating. 98 dann. Und da ist auch das fucking 95er Rating. Außen nichts. 93 KK nehmen wir auch noch mit. Das geht weiter so gut, oder? 94 Frimpong. Ja, komm schon. 94 Frankowski. Und wir sind gedroppt mit einer 94? Oh mein Gott, Bruder. Wir sind gerade mit einem 94er Frankowski gedroppt. Ich kann das nicht mehr glauben. Wie sind wir gedroppt? Ich hatte da gerade einen 94er Frankowski bekommen und wir sind gedroppt. Oh mein Gott, ist das bodenlos. Oh mein Gott, wir haben 98, dann 97er Sturm. Bro, wir sind einfach gedroppt mit 94er Spielern auf der Bank. Oh mein Gott, das ist so krass schwer, ne? Schreibt mir gerne, wenn ihr das 129er geschafft habt. Das war nochmal ein sehr geiles Draft. 129, ne? Ich hänge da dran. Das ist echt nicht einfach, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Challenge. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.